Allradantrieb, da reagiert ja das Rad direkt mit dem intelligent, mit dem Wort. Mal gucken, aber ich glaube, das heißt im Englischen zumindest den Bereich, den wir brauchen, irgendwie intelligent, ich weiß gar nicht, wie das weiter heißt, irgendwie, da bleibt es gleich. Und mal gucken, also ich habe noch ein bisschen zu tun mit dem Film. An sich ist es aber erstmal fertig und damit endet das Tagebuch für heute, den 29. März. Das war jetzt ein längeres Ding, weil auch viel zu erzählen war, was noch am Ende passiert ist. Ich muss auch mal gucken, wenn ich mir das alles insgesamt mal angucke. Es kann gut sein, dass ich viele Geschichten doppelt erzählt habe. Ich schneide das dann mal alles ein bisschen saftiger zusammen. Und so, ich hoffe, es war interessant und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem Produktionsalltag. Und ich freue mich echt. Ich finde, der Film ist super geworden. Kann man einfach mal so sagen. Finden auch alle anderen, also Agentur, Kunde, super happy. Es gab eigentlich nahezu keine Änderungen, was echt eine schöne Situation ist. Und tja, ich weiß, ich war am Anfang ein bisschen wuselig, ob das alles funktionieren wird. Es hat auch super geholfen, tatsächlich nochmal auf Nummer sicher zu gehen und für 2 Tage den Tim Dabber zu buchen. Das hat mich sehr entspannt am Ende und dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, auf jeden Fall, dass ich mich noch um viele kleine Details in Ruhe kümmern kann, damit dieser Film wirklich am Ende ein schönes, rundes Ding wird. So. Und ich habe das Gefühl, das ist er geworden. Besser geht immer was, aber jetzt ist erstmal Feierabend gewesen. Okay, ich bin raus. Mo Tensen für Mostyle TV. Wir hören uns nochmal die schicke Abschlussmusik an. Oder nee, wir hören heute mal zur Feier des Tages eine Version der Abschiedsmusik, der Einstiegsmusik von Mostyle TV, die nie veröffentlicht wurde. Aber auch von Janosch ist. Die mir aber ein bisschen zu träge war. Nein, wir hören die richtige. Okay. Gut, das war Mostyle TV mit dem Making-of von Forward Kuga Gewinnspiel-Trailer, der übrigens dieses Wochenende auch gelaufen ist während der Formel 1. Ich bin raus. Tschüss.